Mein Immuntrunk. Vielleicht auch mal was fürs Geschenk. Mahlzeit, meine Lieben. Meine Freundin hat mich gebeten, auch wieder mal so einen Immuntrunk zu machen. Heute sind es also für mich und für die Freundin zwei Flaschen klaren. Kurkuma, Pfeffer, Zitronen, Ingwer und Knoblauch. Und heute bin ich ein schlaues Mädchen. Ich nehme meine alte Zentrifuge. Da muss ich nichts durchpressen. Das heißt, der Saft kommt raus und was ich nicht brauche, kommt einfach weg. So, also ich schneide alles ziemlich grob. Und schaut mal, von zwei Knoblauchknollen habe ich so viel Saft rausgekriegt. Das ist doch mal schön. Schaut mal her, die Schalen sind alle drin und das, was ich halt nicht verwerten kann, auch. Also eine einfache Sache. Schaut her, da ist alles drin. Wir haben schon dreimal sauber gemacht. Zieht Handschuhe an, damit er nicht nach Knoblauch riecht, klar. Und hier ist der ganze Saft drin, den werde ich jetzt vermischen mit Kurkuma und Schnaps und etwas Pfeffer. Und schon bin ich fertig. Dann habe ich nicht so ein Gemähre mit den Ausdrücken, mit dem Tuch. Also eine schöne Sache. Ich habe also zwei schöne Esslöffel, weil es soll ja für zwei Flaschen sein, Teelöffel voll Kurkuma drin gemacht, ne? Und ein bisschen Pfeffer. Das werde ich jetzt mischen. Und dann kommt der Schnaps rein. Und wenn das Ding mal gehen würde, ne? Und schon ist mein Wundertrunk fertig. Also ich kann euch versprechen, schmeckt scheußlich. Aber wie ich immer so schön sage, nur die Harten kommen in den Garten. Also macht mit, macht nach, macht's besser.